Ja, und damit herzlich willkommen zum Teil 2 der Finalrunde der zweiten Schloss Salgast Open, sponsert by Discmania. Ich bin wieder Lukas und mit dabei habe ich wieder Hennes und den, der da gerade ein bisschen rumgetreakst hat. Genau, ich dachte mir, das ist irgendwie mal ganz cool, das mal reinzuschneiden, damit wir hier genug Zeit haben, ein bisschen Sachen zu sagen. Und ja, starten wir rein in Teil 2 mit Bahn 13, der Kathedralenbahn. Ja, meine absolute Lieblingsbahn, muss ich sagen. Der erste Shot ist sehr enge, aber wenn der da liegt, wo du ungefähr liegst, also vielleicht so 80 bis 100 Meter einfach rein in der Mitte, liegt man schon sehr gut. Ich muss dazu sagen, da wir im Golfstart gestartet sind, hatten wir dann am Ende als Leadcard eine Pause von unglaublichen 40 Minuten und ich glaube, wir sind nach Bahn 12 erstmal zurück zum Schloss gegangen und haben uns einen kurzen Snack gegönnt. Mittag gegessen, ja. Sozusagen. Ich fand aber auch gerade jetzt hier so um Bahn 12, 13 rum, ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, ist noch hoffentlich im Fairway geblieben. Man sieht schon, die Scores sind näher aneinander gerückt. Also du, Timon minus 10, ich minus 9. Martin Dirk minus 8, Martin Fischer minus 7. Ich war da auch sehr angespannt dann und sehr fokussiert, weil ich mir dachte, oh, da geht ja auf einmal nochmal was. Und Victor Braun hat zu dem Zeitpunkt auch minus 9. Das stimmt, aus der Chase Card. Ich weiß nicht, wie ging es dir? Hattest du das auf dem Schirm, gerade auch in dieser 40-minütigen Pause, oder war dir das egal? Also ich wusste, dass du nah dran wirst und jetzt nur ein bisschen wieder was passieren muss, gerade weil die letzten drei, vier Bahnen von mir gar nicht gut waren. Aber ja. Hast den auf jeden Fall schon mal souverän durchgestrahlt. Das war auf jeden Fall beeindruckend. Danke, danke. Den Putter Vorhand von Martin Dirken. Kriegt den Kick nach rechts. Da hast du recht, Martin. Aber wir nehmen es, wie es kommt. Aber man sieht auch, wie eng die Lücke ist. Also das ist echt unfassbar eng und schwierig, diese Lücke zu treffen. Ja, und die zieht sich dann auch erstmal an die 25, 30 Meter. Schacke jetzt hier noch gerade so in der Lücke. Das Ziel bei der Bahn ist tatsächlich einfach nur geradeaus hinten sich in den Fairway auf den Weg zu legen, weil die Bahn dann einmal einen Knick nach rechts macht und sich nochmal weiter verengt, als sie es ohnehin schon an manchen Stellen vorher tut. Drücken jetzt auf der rechten Seite wieder zurück in die Kathedrale. Wieso überhaupt Kathedrale, Timon? Es ist ungefähr so breit wie eine, es ist so hoch wie eine und es ist einfach nur eine grüne Kathedrale. Passt. Passt. Ja, und du hier mit einem super aggressiven Wurf, also da sieht man schon, dass das Fairway sich dann nochmal verschmälert und so diesen Knick nach rechts macht. Das fand ich sehr beeindruckend, dass du quasi schon in die Lücke reinspielen wolltest. Weil das wird man gleich sehen. Sobald du da einen halben Meter nur links oder rechts liegst, hast du eigentlich schon keine Chance mehr. Scheint aber, glaube ich, ein gutes Ergebnis dann gewesen zu sein, der Wurf. Ja, lag ein bisschen rechts. Aber ja, das ist interessant. Die Bahn ist am Anfang eng, geht dann weit und dann am Ende wieder eng. Ich habe gerade an den Magen gedacht, aber nein, keine Ahnung, warum das kam. Schöne Metaphern hier. Ja. Aber lange nicht so schön wie die Kathedrale auf jeden Fall. Lange nicht so schön. Nee, bei der Bahn aber trotzdem auch eher ratsam, sich einfach hinten in den Fairway zu legen und dann nochmal gerade 60 Meter mit der Scheibe der Wahl einfach weiter durchzuspielen. Aber wenn man sich da außerhalb des Fairways befindet, da wurden schon etliche Jumpouts geworfen, bei denen lediglich 20 Meter überbrückt wurden. Also es gab auch sehr hohe Scores, auch der Bahnen Average mit 6,4 spricht für sich. Trotzdem finde ich es eine extrem coole und anspruchsvolle Bahn, die, ich weiß nicht, ist sie unfair? Sie kann vielleicht hier und da mal unfair sein, aber ich finde sie eigentlich so gut, wie sie ist. Nee, man kann sich selbst ein bisschen unfair behandeln, wenn man zu viel will auf der Bahn und dann halt zu weit links oder rechts liegt. Man sieht es jetzt bei dir, du liegst nicht wirklich weit rechts jetzt vom Weg, aber du hast trotzdem so einen ganz komischen Stand.
Ja, ich würde sagen, die Bahn ist einfach nur technisch. Also man versucht mit dem ersten Wurf sich einfach in die ideale Position zu legen. Von dort aus geht es dann weiter in den angesprochenen Knick vor diesem Weg hier. Wenn man da ein bisschen außerhalb liegt, dann hilft es eigentlich auch nur, einen ruhigen Kopf zu bewahren und an die Landing Zone zu denken. Und teilweise dann auch so, wie man das jetzt bei Martin und bei Lukas vorher auch schon gesehen hat, mit verschiedenen Würfen klarzukommen, also gerade aus dem Stand, Vorhand, Rückhand, das hilft da schon sehr. Ja, es ist einfach so unglaublich eng, also man hat da auch gar keinen Spielraum. Hier kann man sich echt einschenken. Und das sind nur noch 60 Meter bis zum Korb, hätte ich jetzt geschätzt. Jetzt bei Martin vielleicht nur so, ja. Gut, er ist ja schon ein bisschen 40, 50 jetzt. Drin. Muss ja aufs Knie gehen, um einen besseren Winkel zu haben. Trifft auch wieder Putter. Ja, trifft er die Lücke? Auch nicht. Aber Hauptsache im Fairway, das ist an der Stelle, so bitter es auch klingt, einfach das Wichtigste. Das ist auch ein sehr komischer Stand für mich. Ja, definitiv. Da eine Vorhand zu werfen und... Nope. Hat nicht so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast wahrscheinlich. Nee, ich gebe der Berg trotzdem nochmal eine Chance. Gleicher Wurf, also hoffentlich nicht gleicher Wurf nochmal. Da kannst du einfach zweimal dieselbe Szene reinschneiden, das fällt den Leuten nicht auf. Zweimal Baumtreffer. Ich finde hier ist man auch mit ein paar eigentlich schon super zufrieden. Selbst wenn man irgendwie eine Birdie-Chance hat, wenn man den dann nicht macht, ja, hat man nichts verloren. Nettes Hühnchen, sagt hier Martin Dörken. Was meint er damit, Lukas? Ja, was meint er damit? Hennes. Meint er, dass er den Putt zu kurz lässt? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Fragen über Fragen. Wir können jetzt hier noch weiter philosophieren, aber stattdessen schauen wir uns diesen wundervollen Jump-Putt-Approach von mir an. Okay. Wollte dann schon reinlaufen, aber dann... Dann war er doch 5 Meter vorbei. Ja, das müsste für Paar sein. Jawohl. Ihr könnt ja bei Gelegenheit in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was Martin mit dem Hühnchen da meinte. Oh. Bist du da über den Leih hinaus? Dem linken Fuß gerade. Kann nochmal zurückgehen und mal checken. Jetzt ist egal. Ich hätte gesagt, das ist alles regelkonform. Das glaube ich, dass du das bleibst. Du musst ja einfach Center liegen, ne? Ja, muss man machen. So, wir schauen uns mal den Löffel von Martin Dörken an. Ich check's auch gar nicht, dass hier noch gepattet wird. Aber die Erkenntnis ist natürlich gerade nach 3 gespielten Turnierrunden richtig. Ja, und man muss hier einfach Center liegen, das ist immer die Erkenntnis. Genau, Bahn 14, ebenfalls eine Erneuerung in dem Layout. Da gab es tatsächlich beim T-Pad krasse Probleme, weil das recht uneben war, aber dem Wald geschuldet mussten wir damit umgehen können. Lukas ist happy. Ich war echt mega happy, weil, also ich finde, das war auch so mit einer der einzigen Kritikpunkte, eine Kritik bei dem Turnier auf höchstem Niveau. Aber da habe ich persönlich das Fairway nicht ganz so gesehen und da war man einfach super froh, wenn man einfach weit gekommen ist, so wie du auch. Also mega Wurf. Das ist einfach erleichternd auf der Bahn, weil du weißt, du hast nicht einen Instant Bogey. Ja. Vor allem tricky bei der Bahn war, sieht man jetzt nicht so ganz gut, aber das T-Pad ist nicht so wahnsinnig groß und hinter dem T-Pad geht es nicht steil runter, aber man hat nicht so einen wahnsinnig schönen Anlauf. Ja, und das, was Martin da gerade passiert ist, das war, denke ich mal, kein Einzelfall. Oi, oi, oi. Oha. Das war... What the... Richard? Dafür konnte die Bahn jetzt auch nichts. Der liegt dann wieder beim Korb der 13, würde ich an der Stelle sagen. Auch bei der Bahn kann man nicht sagen, dass es eine Linie gibt. Hier gibt es sehr viele Bäume im Weg. Die verschiedenen Linien, die sich da ergeben, die so Rückhand und Vorhand heiser, sind genauso wie sowas hier. Einfach durch da, Hauptsache wieder auf den Fairway. Ja, packt raus, alles gut. Bei einem Par 4 kann man da ja noch ganz gut. Sieht man den Korb ganz hinten, ja. Also es sind zwar in Anführungszeichen nur 125 Meter, aber in Anbetracht der Masse der Bäume, die hier stehen, ist es schon
Sehr weit. Und man sieht es auch am Average, also 4,5, weit über Par, keine leichte Bahn. Ja, und du kannst hier sogar schon an einen Birdie denken, so halb, wenn der jetzt durchgeht. Der durch die Lücke. Oh, den legst du einfach mal dran. Das war ja fast schon frech. Guck mal, was der freche Lukas jetzt hier zaubert. Ich habe auch durchaus einen Blick auf den Korb. Und der ist short. Was ist da passiert? Ja, weiß ich auch nicht. Konnte ich mir nicht erklären. Sonst ist der immer drin. Obwohl ich ja auch eben extra noch mich gestärkt hatte in der 40-minütigen Pause. Ja, ja. Und so wird's gemacht. Da kann man sich das einfach nochmal angucken. Sehr ja, kann man auch viel lernen vom Herr Dörken. Schacke, ausnahmsweise mit der P2 war's. Oh mein Gott, ich dachte kurz, er trifft den Baum links. Ich dachte kurz, er trifft den Korb. Das war ja... Eieiei, war der knapp. Schade, würde ich gerne nochmal in der Zeitlupe sehen. 12 Meter, 11 Meter noch für dich. Nicht im Circle One. Für Birdie. Stepper. Und auch nicht im Korb. Nee, leider nicht. Ein paar kurze Cleaner-Putts. Weiß gar nicht. Schalke Martin Fischer für Par oder für Bogey? Was wird's? Das müsste der Bogey sein. Ja gut, nach der Lage, nach dem ersten Wurf, war da wahrscheinlich nicht mehr viel mehr drin. Na doch, aber nach so einem zweiten Wurf definitiv nicht. Aber bei Martins Outfit muss ich noch mal kurz erwähnen, also hätte ich noch ein, zwei rote Strähnchen im Haar wirklich erwartet. Hätte ich mir gewünscht an der Stelle. Ja, und Herr Heise hier mit dem Birdie, das ist auf Bahn 14 schon stark. Tja, Bahn 15, 80 Meter, versucht die innere Line zu spielen, vielleicht ein bisschen höher ansetzen, das Ganze stallen lassen, dass er in Richtung Korb fällt. Let's go! Let's go! Das klingt gut! Oh mein Gott! Man hat gar kein Klingeln gehört. Oh, oh mein Gott! Ganz leicht, ja. Oh. Jetzt muss ich mir doch noch mit einer anderen Pfeife auch nochmal das Geld teilen, Alter. Ja, das ist pure Freude von Chaka an der Stelle. Und auch einfach, ja, was ein Moment, so wünscht man sich das doch in der Finalrunde. Wow. Auf den letzten Bahnen einfach mal an, ja, einer so schon doch sehr besonderen und auch sehr schwierigen Bahn das Ace zu werfen, bei der es wahrscheinlich niemand erwartet hat. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch viele schon im Schloss gewesen und haben sich die Scores angeguckt. Es waren sehr viele, sehr große Augen, als wir gesehen haben, was da eingetragen wurde bei der Timon. Das war schon ein sehr besonderer Moment. Einfach sehr krass, ja. Selbst kurz nicht glauben, aber... Das war auch sehr undankbar, danach zu werfen. Vor allem, ich hatte da... zwei Bogies vorher schon gespielt und mein Plan war eh einfach nur kein Bogie zu spielen. Dein Ass hat dann nochmal für die extra Pressure gesorgt. Und man sieht auch hier, bin ich nach zwei Würfen noch nicht ganz so nah am Korb, wie ich mir das erhofft hätte. Ja, schon fast arrogant, die Scheibe auch nicht direkt rauszunehmen, ne? In der Erwartung, dass niemand anders den Korb treffen wird. Nicht direkt hinterhergelaufen, meinst du? Ja. Aber ich weiß, man kennt das vielleicht, wenn irgendwie man in der Card spielt, wo schon jemand eine Line wirft, die man selber spielen will und die halt sehr gut spielt und man denkt sich so, schaffe ich die jetzt auch nochmal genauso zu spielen, während wir hier einen super Putt von Martin Dörken sehen. Ein super Par-Safe. Nice. Also so überrascht, wie wir jetzt gerade beim Kommentieren waren von dem Ass, so war es dann auch in echt. Also das war auch... Also ich persönlich habe es auch fast gar nicht gehört. Als Martin dann rief, ja, Ace, war ich erstmal so, das wie jetzt, was? Das macht doch gar keinen Sinn. Aber ja, Timon, mega geil, auch für uns als Streamflight, hier sieht man es nochmal im Replay, unser erstes Turnier-Ast. Ja, da ist passiert, der kleine Ast, ja. Der Ast war es, den muss ich mir merken, finde ich. Alles andere, also ist eigentlich Glück. Dem Ast musst du nächstes Jahr einen Kuss geben. Oh. Ja, wunderschön. Also Timo, nochmal Glückwunsch. Mega geil. Da haben sich auch alle gefreut, wie sich das gehört.
Ja, Bahn 16 auf jeden Fall. Oh, der fliegt schon. Quasi eine Art Signature-Bahn. Ja, da warst du ein bisschen zu schnell. Mal wieder zu schnell. Mann. Auch hier eine sehr tighte Gap, die man treffen möchte mit einer Scheibe. Da hinten ist halt ein Weg, und wir dachten der OB jetzt, ist. Wir dachten jetzt alle, okay, ja, da ist halt OB. Aber es wurde kein OB angezeigt. Es wurde kein OB angezeigt unten. Lukas. Hm. Habe ich da etwa einen Fehler gemacht? Hat noch niemand OB geworfen? Ah doch, wir haben das schon gesehen. Genau, auch hier vom Tee aus, von der Kameraperspektive, gar nicht so zu sehen, aber ungefähr 50, 60 Meter hinter dem Tee kommt ein Graben, der sich dann bis in den Circle vom Korb erstreckt. Das heißt, man kann 10 Meter vom Korb wegliegen und muss trotzdem noch so gute 4, 5 Meter nach oben putten. Ich weiß nicht, ob ihr da über die Runden mal Erfahrung mitgemacht habt, aber das ist auf jeden Fall schon eine Besonderheit dieser Bahn. Netter Griplock von mir, mit einem netten Kick auch noch, um meinen Wurf auch noch inbounds zu halten. Ja, man sieht jetzt, was Hannes meinte, unten im Graben. Und dann wirft hier wieder seinen Thumber, damit er liegen bleibt. Der ist schon wieder unglaublich nah am Koffer. Ja, hier sieht man schon, safe, aber nicht schön. Reicht nur für Paar an der Stelle. Timon mit der Birdie-Chance, auch nicht unweit weg vom Weg. Ja. Weil der kommt dann schon schnell ins Spiel. Oh. Da hat er sich geärgert. Dann machst du schnell. Ah, nee. Ja, nur gemarkert. Ich dachte, du rennst jetzt schnell hin und tappst den aus. Ja, und hier sieht man, also Martin war wirklich nicht im OB. Noch kurz davor. Ah, und belohnt sich nicht, leider. Na, schade. Wirklich 30 cm safe oder so. Aber Martin hatte jetzt, also trotzdem. Fakt, dass er so solide puttet, hatte er trotzdem schon in der Runde einige, die ganz knapp unten am Rand waren. Dann eben nicht drin waren. Und ja, am Ende heißt es hier viermal Paar. Ja, in Rostock lernt man einfach tief putten, weil die Körbe da so ziemlich nichts anderes fangen. Mhm. Vielleicht erklärt das das Ganze. Genau. Ja, Bahn 17, eine Paar 4. Bei der man am Anfang erstmal einfach nur diese Lücke treffen muss, um erstmal in einen freien Bereich zu kommen, wo es dann weitergeht. Ja. Standardplay ist hier der hohe Halse, spielt ihn hier flach. Das Problem ist, dass er meistens dann ein bisschen lang pusht und Martin spielt hier eine ganz andere Leine, mit der hat Felix auch gar nicht gerechnet. spielt den Spike-Halser Vorhand links durch eine relativ kleine Lücke. Und hat es auch auf die Wiese geschafft, so wie es scheint. Ja, also eher unkonventionelle Art, die Bahn zu spielen. Ich hatte, glaube ich, auch noch überlegt, ob ich es auch machen soll, habe mich dann aber doch für die normale Rückhand entschieden, was, glaube ich, am Ende auch besser war. Hier sieht man jetzt eben, sobald man hier diese Lücke trifft, kommt man in diesen freien Bereich, wo man jetzt am Ende nur noch weit nach vorne und dann nach rechts. Ja, ich denke mir spielen hier. Sollte? Ja, ich denke mir hier, ich will mich gar nicht mit dem Mando anlegen rechts und will ihn einfach nur runterpitchen. Okay, nehme also, die 4 mit, also. Ja, Martin hatte zumindest wahrscheinlich vor, etwas aggressiver zu spielen. Um halt wirklich zum Korb zu kommen mit dem zweiten, musst du schon entweder sehr hoch eng oder sehr flach mit einem Skip arbeiten, um da wirklich eine Chance auf einen Putt zu haben. Also, ich würde fast sagen, Bahn 17 eins der schwierigsten Birdies auf dem ganzen Kurs. Meiner Meinung nach definitiv. Also bei mir über drei Runden auf meinen Cards ist ein einziges Birdie gefallen. Und ich habe auch die ein oder andere Scheibe in dem Tümpel rechts hinter dem Mando landen sehen, nice. Den man auch nicht so wirklich erkennen kann. Aber das ist schon wesentlich tückischer da, als man denkt. Das habe ich in der ersten Runde auch geschafft. Da war der nicht so gut wie jetzt gerade. Shoutout nochmal an Timon und Tobi, die mir erst danach gesagt haben, dass da ein Tümpel ohne Bier ist. Was bin ich? Ich meinte, ich hätte es dir gesagt, aber vielleicht hast du das überhört. Ja, Timon pitcht den hier easy ran, also dein Safe Play hat sich ausgezahlt. So nimmt man hier das Paar mit, weil wie gesagt, Birdie ist eh
so schwer, ja. Da kann man sich das Leben auch einfach mal ein bisschen entspannter machen. Schacke hier mit einem Scramble auch zum Korb. Der nächste Thumber. Ding. Oh boy, sagt er. Da war recht. Viel Platz zwischen Korb und Scheibe auf jeden Fall. Ja. Was war da? Man munkelt, es war wirklich nur ein Annäherung. Oh Gott. Drin ist drin. So viel dazu. Und auch hier heißt es wieder viel Paar. Und man hört parallel jetzt zu Timons Part hoffentlich noch die Mücken, die auf jeden Fall auf dem Kurs sehr präsent waren. Auf jeden Fall, ja. Man puttet da und überlegt nochmal und dann ist wieder einer am Bein. Und also es zahlt sich aus, hier schnell zu putten und schnell zu spielen, ähnlich wie beim Regen. Ist das dann von Vorteil, wenn man nicht so lange braucht. Ja, und genau, Sunshine. So sieht's aus. Sunshine, genau. Ja, Bahn 18, Par 4, 150 Meter. Auf der rechten Seite OB und man sieht hier schon, man muss eine ziemlich enge Lücke treffen. Das ist die größte, ja. In der Mitte da, wenn man irgendwie durch. Ich versuche ja. Also einen Turnover, aber erwischt den Baum. Genau, und Bild auch nochmal das Manu, was eigentlich lediglich zum Schutz von den Spielern an Bahn 13 und an Bahn 13 ist, damit man da nicht direkt auf die Leute wirft. Ja, Schacke hat leider auch einen Baum getroffen, auch nach links gekickt. Das ist wirklich nicht einfach. Die Lücke ist sehr klein, weil man ja zusätzlich auch noch ganz gern ein bisschen Weite machen möchte. So wie Martin. Weiß gar nicht. Ja, ist nach links weggeturnt. War sehr weit, aber jetzt auch noch relativ weit vom Korb weg. Er war aber super zufrieden mit seinem Drive. Er war super happy, er hat sich voll gefeiert. Er war clean raus, war schon sehr gut. Jetzt sehen wir hier richtig stark Gegenwind. Ja, da wechsle ich die Scheibe nochmal. Und ich kann mich an den Wurf erinnern, der war gar nicht mal so schlecht. Ne? Oh, das ist aber jetzt ein Spoiler. Ist das einer? Ich weiß es nicht, ich glaube, er trifft einen Baum. Oh mein Gott! Oh, it's perfect! Wer hätte das gedacht? Auch ein sehr schöner Wurf von dir an der Stelle, Lukas. Vielen Dank. Aber auch an der Bahn kommt tatsächlich so der Charakter von dem Kurs auch ganz gut durch, dass es oft wesentlich wichtiger ist, einfach durch die Gap in den Fairway zu spielen, um sich dann für den zweiten Shot die Möglichkeit fürs Birdie überhaupt noch offen zu halten. Denn wenn man jetzt hier sieht, wo Martin und Timon teilweise so lang spielen müssen, da ist das schon sehr aussichtslos, da noch für sein Birdie zu spielen. Und wenn man auf der Wiese liegt, kann man immerhin mit einem weiten Zweiten, zum Beispiel da, wo Schacke jetzt liegt, noch versuchen, sich das Birdie zu holen. Aber ja. Auch da kann das OB rechts über das Schacke jetzt wirft noch kommen. Man sieht unten den Korb. Ja. Auch ein sehr schönes Green, finde ich. 11 Meter vielleicht. Schönes, schattiges Green. Martin hier von der Mitte der Wiese. Hat auch einen schönen offenen Approach für seinen Sidearm. Was ist das denn? Der das war gar nicht mal mehr so weit. Das ist ja fast ein Jump-Putt. 150 Meter, war das bestimmt ein 120, 125 Meter Drive? Ganz schön weit. Ganz schön weit. So, ja. Einmal hinpitchen. Take your medicine. Paar Medicine. Ah, und wieder nur der Cage. Schade an der Stelle. Sitzt der nächste Part auch, ist die Frage. Wieder diese spannende Pre-Routine. Und gerade so drin für ein schönes Birdie. Aber noch ein Tap and Birdie. Nice. Ja, Bahn 18, wenn man wirklich die Lücke trifft, auch eher ein einfacheres Birdie. Ja. Und damit kommen wir zu Bahn 19, der, glaube ich, kürzesten Bahn auf dem Kurs. Aber kann gut nicht sein. Nicht die einfachste. Nicht die einfachste, nee, man sieht hier
Es ist ein relativ gerader Wurf, vielleicht ein bisschen nach rechts hinten. Aber sobald man irgendwas trifft und nach links kickt, ist man im Wasser. Habe ich gerne vorgemacht. Ja, an der Stelle. Mit der OB einblendet. Tschüss, geliebte Hacklab Stamped PA3. Ich versuche sie wieder mit der Midrange, leichter Annie, und das war zu viel Annie. Also man kann hier durchaus schon verschiedene Ansätze auch erfolgreich durchbringen. Was man halt jetzt hier zweimal leider nicht gesehen hat. Auch einer ging leider OB. Aber hier, Schacke macht das als einziger von uns halbwegs vernünftig. Wie gesagt, am Ende des Tages sind es nur diese 70 Meter. Es ist halt echt einfach nur eng und... Oh, schöner Run von Martin Dirken. Ja, das ist fast schon eine doppelte Strafe, OB zu sein und dann aus so einer Lage noch weiterwerfen zu müssen. Hat so, aber gibt sogar Glockengeläut für den Lukas. Was das wohl heißt. Kleiner Stepper. Oh. Wow. Das wäre fast das Paar. Nicht schlecht. Nicht schlecht ist auch so die typisch deutscheste nicht schlecht, Aussage, die man irgendwie bringen kann. Nicht loben. Bloß nicht loben. Genau. Nicht getadelt ist genug gelobt. Ja, wen wir hier loben können, war natürlich Martin Fischer, der sich hier ein nettes Birdie geholt hat. Kann man schon mal machen. Ob der Straddle so weit sein musste, man munkelt. Definitiv. Definitiv. Alles für die Kamera. Ja, drei Bogies auf der Bahn. Hätte nicht sein Stimmung müssen. Kocht. Kommen wir zu Bahn 20, 165 Meter, Double Mando am Anfang. Über den Tümpel drüber. Die Ridies wollen hier einen leichten Annie spielen. Martin macht das gut. Ein bisschen zu viel Annie vielleicht. Man sieht auch ganz hinten neben dem guten Christopher auch den Korb. Achso, ich wollte gerade sagen, ich dachte, du wolltest auf den Korb hinaus. Ja. Bei Christopher bist du woanders abgebogen. Schöner Flip-Up. Genau, die Big Arms können ja auch versuchen, über das zweite Wasser, was nachher nach 110 Metern ungefähr ins Spiel kommt, noch rüber zu werfen, um dann den ganz einfachen zweiten zu haben oder gegebenenfalls sogar einen Look für den Eagle. Ob es einem das Risiko wert ist, muss man dann immer selbst einschätzen, aber eigentlich auch bei der Bahn wieder, so wie Timon das jetzt macht, durchs Double Mando. Rechts der Weg ist OB und das findest du auch. Genau, schade. Vielleicht nicht ganz so weit nach rechts. Das hier ist ein absolut schöner Spot, von dem du werfen kannst, aber... Ja, das war ein Totalaussetzer. Also, da ist so viel Platz, ich weiß nicht, wie man es schafft, da trotzdem diesen Busch zu treffen. Aber Lukas macht es möglich. Macht Timon möglich, das Paar zu saven, ist jetzt die Frage. Da hoch. Wieder hin. Der war sehr fein. Könnte im Circle sein. Müsste, könnte. Genau, ich weiß nicht, ob man das von der Perspektive jetzt einschätzen kann, aber der Korb steht genau unter den Bäumen. Also man kann auch als Ansatz versuchen, einfach hoch in die Baumkronen reinzuwerfen und zu hoffen, dass die Scheibe irgendwie runterfällt. Ja. Ansonsten diese Bahn auch eher eine der einfacheren Par 4s auf dem Kurs. Generell muss man auch sagen, wirklich viele Par 4s. Ich feiere das sehr. Das ist nicht typisch für Disc Golf in Deutschland, dass man solche Parcours hat. Und vor allem auch ganz wichtig, Par-4-Bahnen, wo es dann nicht nur ein Drive und ein 30 Meter Chip-Up ist, sondern auch mal eine Par-4-Bahn, wo man mal eventuell mal zwei Drives machen muss. Ja. Das ist wieder wichtiger ist. Das gefürchtete Hühnchen. Das macht den Dirken. Weiß er selbst, was er da gemacht hat, aber ja, er hat eine schwierige Runde. Aber ich finde es bei Martin stark, er bleibt halt trotzdem immer irgendwie ein lockerer Typ und ein angenehmer Flightpartner, auch wenn es mal nicht läuft. Ja, am Ende geht hier keiner mit einem Birdie raus. Auch ein bisschen schade. So, ja, Martin an der Stelle schon fast perfekt kommentiert. Kommen wir zur letzten Bahn. Bahn 21, ebenfalls wieder ein Par 4, fast genauso Bahn, so lang wie die Bahn davor. Hier wirft man am Anfang ebenfalls einmal über ein Wasser rüber, lediglich die Mandos fehlen. Eigentlich eine riesen Inselbahn, ne?
Ja, eine riesen Hinterbahn, könnte man meinen. Ja, also man muss quasi wirklich nur mit dem ersten Drive auf dieser Rieseninsel landen. Aber wir sehen ja auf dem Average 4,6. Haben wohl nicht so viele geschafft. Ja. Also ich würde mal sagen, die startet so ab 80, 90 Meter und zieht sich dann halt bis zum Korb hinter. Ganz solide Vorhand hier. Ja, auch der sieht sehr gut aus. Da muss man aufpassen, dass man lang genug pusht. Wenn man ein bisschen zu kurz ist, kann man rechts auch in den Büschen drin liegen, die man vielleicht schon sieht. Und wenn man dann nachher vielleicht sogar zu weit nach rechts skippt oder fliegt, dann kann die Scheibe auch wieder in einem kleinen Graben landen, der dann auch wieder das angesprochene Island begrenzt. An der Stelle, Timon, letzte Bahn. Nach deinem Ass war dann auch die Luft raus bei den Verfolgern irgendwie. Also da hast du dir dann doch wieder einen ganz guten Puffer erarbeitet. Warst du noch aufgeregt? Ja, der gute Luca Kurzeknabe, Schauder an der Stelle, hat mir an Bahn 19 gesteckt, dass Victor wohl irgendwie auf zwei Würfen dran ist und es doch nochmal relativ eng wird. Ich wusste jetzt nicht genau, wie es hier steht und ich dachte mir, ich ziehe jetzt einfach so fest, ich kann an dieser eingespielten Zone, die wird schon irgendwie gerade fliegen. Das heißt, du warst schon noch sehr angespannt? Und ich wollte auf jeden Fall jedes Birdie noch mitnehmen. Guter Gameplan, scheint auch zu funktionieren. Für den Fall, dass es jetzt für dich reicht, wäre das dein erster großer Sieg? Das heißt groß, ja, also der erste German-Tour-Sieg wäre es auf jeden Fall. Ist ja nicht so groß. Der wäre schon nice. Wir bekommen jetzt eine Seltenheit zu sehen, Martin Dirk mit der Rückhand. Oh ja, die einzige. Enjoy, and it's perfect. Ja. Lässt er uns wissen? Da war er, glaube ich, auch selbst von sich überrascht, aber trotzdem nicht eingerostet, sondern immer noch 1A. Hier sieht man, wie knapp es auch am Green nochmal sein kann. Also der Wurf zum Korb hin ist auch echt nicht ohne. Da kann man ganz schnell nochmal im Wasser landen. Martin macht den letzten Putt leider nicht mehr. Den habe ich in Runde 2 auch schon genauso gut an den Cage gesetzt. Aber ich muss sagen, da habe ich auch schon Turniere und Runden mit dir gespielt. Da waren so 2 oder 3 oder 4 Mal im Turnier zu sehen. Da hast du ja wirklich nochmal deutlich verbessert. Das war jetzt, glaube ich, der einzige oder erste im Turnier. Zumindest in der Runde, ja. Ah, okay. Allerdings hätte ich den reingemacht, wäre ich alleiniger Dritter in dem Fall gewesen. Kurzer Spoiler, Victor ist dann Zweiter geworden nach dir, Timon. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Mega stark gespielt. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Hat alle sehr gefreut. Ja, die. Definitiv, das war. Ach, guck mal, Schaka, wie so ein ja. Vater klopft der dir nochmal auf den Hinterkopf. Schaka ist einfach Daddy for All. Ich glaube, das war für alle ein geiles Wochenende auch. Das Wetter hat einfach mega gepasst. Die Location hat gestimmt. Wie ihr gesehen habt, hat man am Schloss angefangen und am Schloss aufgehört. Das ist natürlich immer ein sehr schöner Vibe, der da generiert wird. Hier die Scores von den Top 5 am Ende. Martin Dirk und ich haben jetzt noch um Platz 3 gestochen. Das Stechen haben wir hier extra für euch auch noch eingefangen. Das heißt, es gibt Bonusmaterial. Auch an der Stelle nochmal Shoutout an Zicke und das ganze Team. Ja. Wir schauen jetzt hier, wer anfängt. Ich glaube, ich durfte dann anfangen. Und auch sorry, Zicke, dass wir dich da irgendwie total ignoriert haben. Ach, Bahn 21 direkt nochmal. Ja, es waren irgendwie Bahn 21, Bahn 1, 19, 20 im Loop. Aber den hast du jetzt Ansage. Geschnitten, reingeschnitten von eben. Weil das war ja derselbe Wurf, oder? Ja. Okay, ja. Gut. Ja. Okay, Martin jetzt. Den habe ich auch reingeschnitten. Ah, okay. Also ich habe eigentlich die komplette Bahn einfach noch reingeschnitten. Okay. Na gut. Schauen wir uns das halt nochmal an. Ja, und oh, ja. Zum einen ist der Wurf einfach nur extrem geil und auch wieder wirklich wie eben gerade. Und zum anderen
hat mich das irgendwie sogar gefreut, dass ich diesen kurzen Putter eben nicht gemacht habe, weil ich hatte noch so Lust, weiterzuspielen, was ja dann in dem Fall irgendwie gepasst hat, weil ich noch weiterspielen musste. Ja, gleiche Lage, gleiche Scheibe, gleicher Wurf, Fragezeichen. Wow. Consistency for you. Ja, der war wirklich perfekt. Ja, vor allem hier kann man auch manchmal Pech haben und einen der beiden Guardian Trees erwischen, nach rechts kicken und landet dann im Wasser. Das stimmt. Und nimmt nochmal den OB-Stroke mit. Sehen wir jetzt wieder eine Rückhand, das wäre... Ja. Sogar zwei, Timo. Macht er nee. Gut, macht er gut. Einfach gut, ey. Ja, das hat auch einfach Bock gemacht. Also ich würde auch gegen wenige Leute... wie sagt man, lieber stechen ja. als gegen Martin Dörken. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Das kann war verstehen, ja. Natürlich wollte man gewinnen, aber es war einfach, es hat sehr viel Spaß gemacht. Beide mit dem Birdie, das heißt, wir gehen an Bahn 1. Genau, mal gucken, ob wir es besser machen als davor in Runde 3. Da hatten wir wirklich keinen guten Drive so richtig. Martin legt ihn jetzt etwas hoch. In den C2? Ja, vielleicht 12, 13 Meter, aber bergauf ist schon ein relativ weiter Putt. Aber in einem Stechen einen Putt zu haben, ist auf jeden Fall schon mal sehr entscheidend. Auch immer baut als Druck auf, definitiv. Genau. Diesmal am Baum vorbei von dir, Lukas, und? Oh yes, gib den Berg hoch. Ja. Der müsste parkt sein, ja. Den kann man so spielen. Der war so, wie ich ihn wollte. Wenn ich das so sagen darf. Ja, was man nicht gesehen hat, nach 2 Sekunden Flugphase hast du auch schon die Faust nach oben gehalten. Ja. Warst dir sicher, dass der gut wird? Ja, da kenne ich meine Scheiben. Ja, Martin hat jetzt keine andere Wahl, muss irgendwie versuchen, das Ding noch reinzumachen. Definitiv. All or nothing. Und der macht ihn fast. Auf der guten Seite sogar. Oben rechts kriegt... Verdient er nochmal einen fetten Applaus, hat man jetzt gar nicht mehr gehört. Mega guter Versuch und dann habe ich den auch noch aus 2,5 Metern irgendwie reingeschwitzt. Sehr stark, Glückwunsch zum dritten. Vielen Dank. Genau. Ja, damit wäre das auch ausgespielt und damit war es das auch von der Final-Coverage der zweiten Salgast Open. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir fangen mit dem dritten Platz an, den belegt Lukas Klingbeil, der sich im Stechen gegen den Martin Dörken mit -8 durchgesetzt hat. Wir verabschieden uns schon mal. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Danke, ciao. So, den zweiten Platz belegt Viktor Braun mit -11. Unseren Champion dieses Jahr, da bitte ich mit einem Score von -13 bitte ich Timon Heise nach vorne. Felix, bei dem wir übernachtet haben, mega gastfreundlich, vielen Dank dafür. Ihr seid so eine geile Truppe. Felix hatte gestern gemeint, ihr habt 70% Beteiligung oder sowas.
bei dem Turnier hier. Also da können sich viele Vereine, glaube ich, in Deutschland eine Scheibe von abschneiden. Also Applaus dafür. Mega. Ja. Ja, ansonsten danke ich noch meinem Sponsor. Bin ich jetzt neu dabei. Läuft ganz gut. Und ich wünsche euch allen eine schöne Heimfahrt. Und bis zum nächsten Mal. Freue mich auf wiederzusehen. Bis dann.